Im heutigen Video zeige ich euch einen Minecraft-Turm, bei dem jedes Stockwerk von einem anderen YouTuber gebaut wurde. Die Kenner unter euch wissen, dass der Turm nirgendwo anders steht als auf der Craft Attack 9 Map. Das heutige Video wird unterstützt von und damit lasst mich euch die Geschichte von diesem wunderbaren Turm erzählen. Die ganze Basis, die ihr hier unten seht, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, von dem aus ich in dieser Craft Attack Season gearbeitet hatte. Ich hatte hier mein Lager. Eine Etage weiter oben war quasi das Büro, wo ich versucht habe, die Leute für meine Idee zu begeistern. Hier seht ihr auch ein kleines Modell vom gesamten Turm. Und um alle von meinen Qualitäten zu überzeugen, gab es natürlich Außenplätze zum gemütlich Sitzen, Relaxen und Entspannen und natürlich auch zum Baden. Das Konzept dieses Turms war es allerdings, dass jeder mit einer gewissen Regulation hier ein Stockwerk bauen darf. Wichtig, das Stockwerk sollte ihn selbst so ein bisschen repräsentieren und das, was er in Craft Attack 9 so tut. Auch ein Ziel war es, dass wir durch den ganzen Turm gut durchreisen können und das machen wir jetzt, denn wir kommen fast bis nach oben. Ihr merkt schon, nicht alle Regeln wurden immer eingehalten, aber es spielt keine Rolle, weil das Endergebnis ist genial. Wir befinden uns hier in der Basis von Blizzor. Und man muss sagen, Blizzor hat Gewaltiges in dieser Season geschafft. Schaut euch nur mal dieses umwerfende Gebäude an. Ja, das war seine Heimatbasis. Türme, Schnörkeleien und sogar verrückte Innenraumgestaltung. Und nach diesem Prinzip hat er auch hier seine kleine Turmbase gestaltet, alles etwas düster, kleinere Feuer und natürlich mitten im Eis, wie seine Mainbase auch. Die Hühner sind wohl durch irgendeinen Prank hier reingeraten. Das nächste Geschoss ist von Debitor und es ist mehr so eine kleine Luxus-Suite. Warum eine Luxus-Suite? Debitor hat dieses Mal dieses wunderbare Ferienresort gebaut. Großer Pool, schöne Gebäude. Vielleicht war dieses wunderbare Häuschen hier auch eine kleine Anspielung auf Craft Attack 8, wo ich ein ähnliches Apartment in seine Base einfach so heimlich reingebaut habe. Stockwerk Nummer 3 war von Norman. Und auch wie die bisher anderen zwei Stockwerke passt dieses hier wieder prima zu dem, was er gebaut hat. Denn er hat ein ganzes Biom aus diesen wunderbaren Blöcken hier gebaut, was doch sehr, sehr viel Flair und Stimmung hat. Und auch so finde ich dieses Stockwerk natürlich und zeigt ein bisschen, was er hier so gemacht hat. Auf in die nächste Etage. Und die vierte Etage ist das Headquarter von C-Prime. Ich muss euch jetzt nicht im Detail erklären, was C-Prime ist. War so ein Roleplay-Ding aus Craft Attack. Das Stockwerk haben im Prinzip ich, Klim und Cast Crafter gebaut. Cast sehen wir oben gleich nochmal. Meine Gebäude habt ihr sicher alle genauestens gesehen. Und das hier war Klim Space. Klim hat einen kleinen Teil von Atlantis gebaut, sage ich mal. Smalllantis oder so würde ich es nennen. Super süß geworden, sehr stimmungsvoll. Und unter Wasser zu bauen ist sicher auch mal eine coole Erfahrung. Das C-Prime Headquarter besteht aus zwei Stockwerken, nachdem da auch mehrere Leute dran gebaut haben. Hier war so der Empfangsbereich und man konnte die Treppe hinauf, um dort in einen Besprechungsraum zu kommen, weil hier fanden immer die wichtigen Business-Meetings statt. Schließlich war unser Plan, im Shopping-District besonders viel Kohle abzustauben. Das nächste Stockwerk ist von Joe. Und hier müssen wir erstmal die Antwort auf das Leben, das Universum und einfach alles eingeben. Und auch hier merkt man, es ist wieder seiner Base nachempfunden. Denn wenn ihr mal genau schaut, Joe hat hier in diese riesige Felswand ein Smart Home gebaut. Die Antwort ist 42. Wobei die 2 da oben ist. Versteh, wer will, gehen wir rein. Alles, was es hier gibt, ist ein Hühnchen und Schlafplatz, Wohnbereich, was man halt so braucht. Oh, und weil wir ja gerade von Turm sprechen, erinnert ihr euch noch an Craft Attack 8 und was sonst noch in Craft Attack 8 so gebaut wurde? Da gab es im Shopping District einen Schwammladen. Und ja, natürlich, das war die gute Ananas von unserem Lieblingsschwamm. Da ist man reingegangen, es lief SpongeBob-Musik und jeder hatte Lust, SpongeBob zu schauen und Bikini Bottom zu besuchen. Naja, und jetzt? Jetzt ist es endlich möglich, denn im Minecraft Marketplace gibt es die wunderbare Welt von Bikini Bottom zum Spielen. Da erwarten euch jede Menge Minigames und Spaß. Und damit ihr schon einen kleinen Eindruck bekommt, wie das so abläuft, habe ich mit Luca mal reingeschnuppert. Und vor der Ananas von SpongeBob. Und heute habe ich einen anderen Special, der Kroko. Servus, hi. Einfach direkt ins Bild reingesneakt. Heute geht es um Plankton, es geht um Sandy und es geht um Mrs. Puff. Oh mein Gott. Oh. Hallo. Perfekt. Meine Lieblingsfolge mit Plankton ist auf jeden Fall die mit dieser Schmodderblase oder wie die heißt. Die sind ja alle so fix. Ach, guck mal, an den Pfeilen kriegt man Turbo. Oh, ja. Kroko hat gewonnen. Ja.
guck mal, jetzt steht's ja auch noch da oben drauf. Um das ganze Abenteuer zu sehen, schaut unbedingt das Video auf dem Kanal von Laserlooker an und schaut euch auch die zweite Episode mit dem guten Carscrafter an. Der SpongeBob Minecraft DLC ist jetzt auf dem Minecraft Marketplace erhältlich. Für noch mehr SpongeBob-Inhalte schaut unbedingt auch auf dem SpongeBob YouTube-Kanal vorbei. Ganze Folgen könnt ihr natürlich auf Super RTL und Nickelodeon sehen. Sowas Albernes. Aua, mein Rücken. Während wir alle noch von Bikini Bottom träumen, tauchen wir nicht ab, sondern auf ins nächste Stockwerk und kommen in den Bereich von Spark. Spark hat hier ein paar Farmen reingebaut, nach dem Prinzip in seiner Base. Alles, was da drin verbaut wurde, ist irgendwo nützlich. Aber schaut euch bitte mal an, wie seine Base aussieht. Definitiv eine der coolsten, wenn nicht sogar die coolste Base in Crafted Egg 9. Es schaut unglaublich cool aus und ich hätte es sehr, sehr gerne auch so gebaut. Props an dich, Spark. Ich kann euch nicht erklären, warum dieses Stockwerk geworden ist, wie es ist. Aber für alle, die Pink lieben, es ist mega cool. Das gute Stockwerk hat Janos gebaut. Es ist ein Pool, ein Whirlpool, alles in Pink gehalten. Und passt in dem Fall nicht zu seiner Base, aber es ist auch nicht schlimm. Seine Base ist cool. Er hat irgendwo eine kleine Geheimbasis gebaut, wo es Tieren gut geht und wo er sich vor seinen Missetaten verstecken kann. So, heute haben wir aber unsere Dosis für Rosa wieder erfüllt. Gehen wir nach oben. Nicht Rosa, es ist Pink. Eine Etage weiter oben haben wir erstmal einen Willkommens-Sound und befinden uns jetzt in dem Stockwerk vom Sebo. Sebo hatte, soweit ich weiß, Minecraft in Crafted Egg 9 so zum ersten Mal richtig erkundet oder seit langem wieder erkundet und hat hier so ein bisschen seine Leiden dargestellt, die ihm so während seiner Reise erfahren sind. Und auch seine Base, muss ich sagen, ist durchaus spannend. Sie hat coole Seiten, sie hat schöne Seiten, sie hat Seiten, die ich nicht verstehe, aber sie ist wirklich spaßig. Ja, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Es ruckelt wahrscheinlich nur ein bisschen. Ne? Sympathischer Kerl, aber der hat das Stockwerk nicht gebaut. Soweit ich weiß, war das Hugo? Was soll ich zu Hugo seiner Base sagen? Sieht ein bisschen aus wie der Turm. Insofern passt es. Gehen wir eine Etage höher. Und auch hier bin ich mir nicht sicher und es ist auch nicht fertig. Ursprünglich dachte ich, es wäre Debitor, weil der hat ja so eine riesen Goldfarm. Aber nee, meines Wissens, glaube ich, ist es wichtiger gewesen. Wichtiger hatte mal so eine kleine Skywars-Map gebaut, aber wir haben leider nie gespielt. Nicht, dass ich eine Chance gehabt hätte. Immerhin gibt es einen Aufzug. Lass uns weiter düsen. Oh, es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen stimmungsvoll. Wir sind bei Flocke gelandet. Innen drin schwarz und ein Bett. Ich glaube, sie hat einfach einen Platz gesucht, wo sie in der Nähe vom Shopping District schnell schlafen kann. Und da ist ein bisschen das Nether nachempfunden und die Oberwelt in verschiedensten kleinen Biomen. Und im nächsten Stockwerk erwartet uns eine Menge Obsidian und Dinge, die uns killen können. Insofern schauen wir, dass wir hier die Hände von der Maustaste lassen. Das Stockwerk hier ist von Basti zockt und er hat Obsidian sehr gerne gemocht. Seine Base, die ihr sehen könnt, da habe ich mir sagen lassen, die wurde von einem talentierten Builder gebaut oder so, aber fragt mich nichts Genaues. National Museum of Craft Attack 9, das war von Caravas das Stockwerk und leider ist das Museum nie eröffnet worden. Denn wenn hier in diesem Stockwerk schon sowas Beeindruckendes steht, wie muss dann das Museum ausschauen? Aber auch wenn wir das Museum nicht anschauen können, schaut euch seine Base an. Mega cool und imposant. Und über die Leiter kommen wir hinauf ins nächste Stockwerk und befinden uns jetzt in der Base von Rotpilz. Also, im Stockwerk von Rotpilz. Die Base von Rotpilz sieht so aus. Und da gibt es unterirdisch noch einen riesen Bunker. Auch die Base zählt zu den schönsten Basen hier in Crafted Egg 9. Jetzt sind wir, glaube ich, hier an einer Endstation angekommen, denn ich sehe hier keinen Weg weiter und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Stockwerk wirklich ganz fertig geworden ist. Deswegen gehen wir ein Stück zurück und schauen, dass wir ins nächste Stockwerk hineinfliegen. Denn das ist der Balkon zu Carscrafter, seinem Stockwerk. Alles im Steampunk-Look gemacht, genauso wie seine wirklich coole Base, die gerade mit Shadern wunderschön leuchtet und glitzert. Allein hier in dem kleinen Stockwerk sind schon so viele schöne Details eingebaut. Das finde ich echt super. Das nächste Stockwerk ist diese Eisinsel. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde diese Insel von Rivi gebaut. Denn ja, wir hatten da verschiedene Dinge und er hat mir was geschuldet und dann hat er halt gesagt, er baut hier ein Ding. Und ich glaube, er hat Wort gehalten und das Teil gebaut. Und bei anderer Gelegenheit habe ich seine Base nochmal umgebaut. Da hatte ich ein bisschen die Hände im Spiel. Naja, und was ist das letzte Ding da oben? Damit der Turm final die Weltengrenze erreicht, habe ich noch das Gesicht des Ideengebers Champ Creations hier oben daran gehängt.
Der hat damals vor vielen Jahren die Idee gehabt, man könnte doch mal so einen Turm bauen. Ich durfte es jetzt umsetzen. Vielen Dank dafür. Welches Stockwerk und welche Base hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Macht es gut und wir sehen uns morgen zu Craft Attack 10.